Willkommen bei Athletic Training für Golfer. Mein Name ist Timo. Wir kümmern uns heute um den schlimmsten Treffer, den es gibt im Golf, der Socket. Jeder kriegt ihn irgendwann, aber es ist gar nicht so dramatisch, ihn wieder loszuwerden. Man muss nur verstehen, ein Socket ist ein Kontakt hinten mit dem Schaft. Und der Ball fliegt nach rechts. Ja, und viele glauben einfach, weil er nach rechts fliegt, hat man ihn vorne getroffen. Bitte hört auf, das zu glauben, weil es wird immer schlimmer. Ich zeige euch eine Übung, wie ihr das schnellstmöglich wieder loswerdet. Der Grund ist, eure Hände schießen nach vorne, warum auch immer, aber sie tun es. Und da gibt es eine super Übung, um das wieder loszuwerden. Dafür legt ihr euch zwei Bälle so hin, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und ihr sprecht den vorderen Ball an, stellt euch in eurem gewohnten Abstand hin, macht eine Ausholbewegung und führt den Schläger zum inneren Ball zurück. Das Ganze solltet ihr 10 bis 20 Mal wiederholen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und nachdem ihr das oft genug wiederholt habt, macht ihr das im Schwung, sprecht den vorderen an und schlagt den inneren weg. Darüber lernt ihr eine Technik, wie sich euer Schwung und eure Arme in der Bewegung anders anfühlen und vor allen Dingen den Schaft vom Ball wegzulenken. Viel Spaß dabei!